Guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist wieder eure Susanne Loray zur gewohnten Zeit mit einem neuen Thema. Hört sich heute ein bisschen blutrünstig an, weil ich gesagt habe, ja, was sind die vier Hauptwerkzeuge des Bösen? Ja, Strich, wenn die Masken fallen. Wird aber ein spannendes Thema, werdet ihr sehen, weil was ich mit euch heute ein bisschen anschauen will, ist, was passiert denn jetzt in der Krise? Wie können wir das Dunkle, Düstere, Destruktive gerade durch diese Zeit besser erkennen? Und was heißt es für uns, wenn wir uns auf die Reise begeben wollen? Wo sind erste Lösungsansätze, diese Situation zu korrigieren? Also dranbleiben. Gut, ich meine, ich erzähle euch ja nichts Neues. Wir sind in der Krise. Jetzt können wir hergehen, können sagen, können wir jetzt jammern und lamentieren und können sagen, wie schlimm ist die Zeit. Aber ich bin ja immer so ein bisschen jemand, der aus allem irgendwo das Gute so ein bisschen rauslesen will. Und ich sage euch eins, was gar nicht so ungut ist, ist, dass wir das Böse, sage ich mal in Anführungsstrichen, wir können auch sagen, dass die dunklen Mächte, das Destruktive oder auch das Hochnarzisstische oder Psychopathische, dass es in dieser Zeit sichtbar wird. Ja? Weil wir müssen uns das so vorstellen, jetzt in diesem Dauerdruck, in dieser Dauerspannung fallen quasi die Masken. Warum fallen die? Weil durch diesen Dauerstress quasi eine Kulisse für eine toxisch dunkle Energie nicht großartig weitergetragen werden kann. Es ist einfach zu anstrengend. Das heißt, es kommt immer mehr zu Überreaktionen, es kommt zu Übersprungshandlungen. Du siehst die Aggressionen, die Kontrollverluste leichter, ja? Und es kann vieles nicht mehr versteckt werden. Und wenn du dich mal umguckst, jetzt im Kleinen wie im Großen, sage ich ja immer, hat man so manchmal das Gefühl, dass die sich auch gar nicht mehr groß die Mühe geben, zu kaschieren, was in ihren düsteren Gedanken und Beweggründen überhaupt los ist. Also in so einem Sinn kann man sagen, die Krise ist auch nützlich, weil sie zu einer Enttäuschung führt. So, den ersten Schritt, den wir jetzt mal gehen, ich möchte dir jetzt mal vier Hauptmethodiken vorstellen, wie das Dunkle arbeitet. Und ich möchte auch von dir, dass du dir das ein bisschen merkst, weil das werden die vier Grundpfeiler sein, auf die ich dir nachher ein kleines Modell draufsetzen will, damit du diese momentanen Prozesse, also kann im Kleinen sein, partnerschaftlich, familiär, aber auch im Großen, gesellschaftlichen, dass du diese momentanen Prozesse besser durchschauen kannst. Gut, schauen wir uns jetzt mal diese vier Methoden an, was der Geist des Bösen, sag ich mal, des Dunklen vorhat oder was der will. Und das, wie gesagt, das merkst du dir jetzt bitte mal. Das Erste ist immer, dass eine Dunkelmacht immer irgendwo Abhängigkeiten schaffen will. Warum? Warum will sie Co-Abhängigkeiten? Weil ja nur dadurch möglich ist, dass ich dich quasi ja manipulieren kann als böse Macht, wenn du in meinem Machtbereich bist. Ich muss also quasi andocken bei dir. Teilweise ist es wie so Köder auswerfen, ja, wie habe ich mal im Video gesagt, wie Köder in den See schmeißen und dann schauen, was für Fische anbeißen, ja. Und diese Köder werden immer erst zunächst gelegt, damit hier eine Verbindung, ein Andocken entsteht. Und es kann auf vielfältigste Weise geschehen. Ja, vieles kennst du ja aus meinen anderen Videos. Das kann sein, zum Beispiel in der Partnerschaft, in der Beziehung, über Lob, über das Suggerieren, ich liebe dich, ja, in den höchsten Farben und Tönen, ja. Ich kann hier andocken, indem ich Schmeicheleien betreibe, indem ich dich aber auch unterstütze, helfe, dir so suggeriere jetzt gerade auch in dieser Zeit, ich bin der Fels in der Brandung, ich treibe Fürsorge für dich und du kannst dich voll und ganz auf mich stützen. Also hier wird eine Art Abhängigkeit geschaffen. Du kannst es aber genauso auch über sexuelle Abhängigkeit schaffen. Du kannst es im Beruflichen, haben wir es häufig, indem man jemand eine Bühne gibt, ja, dass er da gedeihen kann, dass er da Aufmerksamkeit kriegt, Applaus kriegt, dass er Karriere macht, dass er aufsteigt, dass er Ansehen kriegt, ja. Auch dadurch kann ich jemand anfüttern.
Und du kannst es aber auch im Großen anfüttern, ja, wenn man jetzt einfach mal gesellschaftlich betrachtet. Auch ein Staat kann jemand anfüttern, indem er suggeriert, ja, ich bin auf dein Gutes bedacht, ja, ich bin für deine Gesundheit, für dein Wohlergehen, setze ich mich ein. Also das heißt, hier wird darauf hingearbeitet, dass der andere denkt, das ist ein vertrauliches System, wo ich mich praktisch andocken kann, weil es mich trägt. Und wenn ich das dann noch mit ein paar kleinen Ködern versehe, wie Konsum, wie irgendwelche Dinge, die ich dir anbiete, ja, sei es jetzt Gegenstände, Konsum, Benefits, die ich habe, wenn ich in einem gesellschaftlichen System lebe, dann bist du ganz schnell in einem Koordinatensystem, das relativ auch toxischer Natur sein kann. So, zweiter Pfeiler, zweite Methode, es wird immer eine zunehmende Isolation betrieben. Ja, du kannst dich ja heute auch schon mal fragen, wo sind denn Prozesse um uns herum, im beruflichen, im familiären oder auch gesellschaftlichen, wo du isoliert wirst? Ja, wo wirst du von Freunden isoliert? Wo wirst du von deiner Familie isoliert oder abgespalten? Wo verhindert jemand, dass du in deinem Umfeld groß dich betätigen kannst? Ja? Und durch dieses Isolieren werde ich als dunkles System natürlich dafür sorgen, dass du keinerlei Korrektiv mehr im Außen hast. Ja, das ist gerade bei Gaslighting-Prozessen wichtig. Und gesellschaftlich muss man sagen, also es ist ja hier fast ein einziges großes Gaslighting. Ja, also ich will nicht, dass du korrigierst nach außen. Und das Zweite ist auch, ich nehme dir das System weg, das dich im Notfall tragen oder abfedern kann. Also ich habe da jetzt zum Beispiel auch, da gab es ein Beispiel, das war letztes Jahr schon, ich weiß gar nicht, ob ich das euch in einem Video schon mal erzählt habe, da hatte ich einen Fall, gerade jetzt hier in der Praxis, es war eine Frau, die mit Kind von ihrem Mann dazu überredet wurde, dass sie irgendwo ganz weit in die Pampas ziehen, ich weiß es nicht mal, was es war, war es Norwegen, war es Schweden. Und da hat der dann ein Häuschen mitten im Wald gehabt, mitten in der Pampas. Also die hat kein Auto gehabt, die war dann vollkommen isoliert mit ihrem Kind. Und dieser Arzt ist dann alle paar Tage dann zurückgekommen in diesen Wald. Da waren ewige Kilometer bis zum nächsten Ort. Und es wurde immer gruseliger. Also es ging da um eine narzisstisch-psychopathische Beziehung. Und die musste dann wirklich flüchten, weil es immer gefährlicher und bedrohlicher wurde in dieser Isolation. Ja? Gut. Dritter Punkt, toxische Zufuhr. Also in dunklen, düsteren Systemen und Beziehungen und Konstellationen hast du immer das Element, dass dann nach dem Andocken immer toxisch etwas zugeführt wird. Das musst du dir vorstellen, wie früher, da haben sie ja auch ganz unsichtbar, ja, mit Arsen gearbeitet und haben in kleinen Dosen die Leute praktisch diffundiert mit Giften. Und so musst du dir das vorstellen. Also was für dich wichtig ist, die Fragestellung, wo in deinem Umfeld wirst du toxisch ja, diffundiert, durchdrängt. Ja? Ist es deine Familie? Sind es Leute, die gerade auf dich einreden? Ist es körperliche oder verbale Gewalt in der Partnerschaft zum Beispiel? Ja? Aber sind es auch so subtile Sachen wie Dauerabwertungen, Diffamierungen, Beschämungen, ja? Dinge, wo du bloßgestellt wirst, wo du geschwächt wirst? Ja? Ja, mal auch jetzt, wenn du mal ganz ehrlich bist, was ist das im Umfeld gerade, ja? Wenn ich mir so diese Medien auch angucke, diese Medienlandschaft. Es ist ein dauerhaftes, toxisches Durchdrängen. Also man muss das wirklich so sagen, das kann man auf keinen Fall mehr beschönigen, ja? So, und die vierte Methodik, die du bitte jetzt merkst, ist, dieses toxische System wird immer versuchen, dass du nicht in die Mitte kommst. Ja, es wird nachher ein wichtiger Punkt sein, dass ich immer dann gesund bin und heil bin, wenn du so willst, wenn ich austariert bin in einem Wertesystem.
Und ein toxisches System wird immer versuchen, dass es dich aus der Mitte raustreibt, dass du keinen Rückzug hast, dass du nicht zur Besinnung kommst, dass du keine klaren Gedanken fassen kannst, ja? Und das hast du vor allen Dingen dann, wenn du Dauerstress hast, Dauereinschläge, ja, Dauerkriegsbedrohnisse, ja, weil momentan haben wir ja diese Dauerkriegskonstellation. Das heißt, du kommst kaum mehr in die Mitte oder sagen wir mal so relativ schwer in die Mitte, ja. Und das ist dann so, weißt du, wie eine Fliege, die im Netz zappelt und einfach nur noch Kräfte verliert, die, was erschöpfend ist, sehr stark ja, dich an die Grenze deiner Kapazitäten bringt. Ja, sehr logisch. Wenn ich nur an der Peripherie unterwegs bin und habe irgendwelche Grabenkämpfe im Außen, komme ich nie zu mir zurück und kann irgendwelche klaren Entscheidungen fällen. Soweit, so gut. Also diese vier Dinge einfach mal so ein bisschen sich merken. So, was ich jetzt mit dir mache, ich versuche dir jetzt mal ein kleines Mini-Bild vorzustellen, ein kleines Modell, wo jetzt genau diese vier Methoden wirksam werden. Ich behaupte mal, also das ist jetzt meine These, die ich aufstelle, dass wir Menschen alle in einem Fadenkreuz oder sagen wir mal neutral in einem Kreuz, in gesunden, heiligen, ursprünglich göttlichen Koordinaten verräumt sind. Also wenn du auf die Erdkugel plumpst, sage ich einfach mal, hast du göttliche Koordinaten. Also das Kreuz ist für mich ein viel, viel größeres Bild als jetzt nur dieses Instrument, wo Jesus Christus hingerichtet wurde, sondern das Kreuz ist für mich das Symbol des Lebens schlechthin. Und ich versuche es dir jetzt mal zu erklären. Wir sind angebunden an praktisch vier groben Fixpunkten und wenn du in der Mitte bist und dort dich, wie soll man sagen, also wenn du dort fest fixiert bist, ja, dann kann dir nichts passieren, weil du gehalten bist, geführt bist und geschützt bist. Fangen wir mal oben an. Für mich ist oben nicht jetzt der Himmel oder so als Bild, der liebe Gott sitzt oben und richtet über uns, nee, sondern es ist eine Instanz, die höher ist als wir. Also das Göttliche, das Spirituelle, das, was im Glauben und in dieser tiefen Zuversicht dir die Gewissheit gibt, dass du getragen und geführt bist. Dann haben wir auf der linken Seite, stellst du dir vor, alles, was dich jetzt, also auf der linken und rechten Seite, alles, was dich fixiert in die Gaia rein, in das Materielle, also die Horizontale steht für das Materielle. Du hast links für mich, das ist die, deine Umgebung, das ist die Natur, das ist der Umgang mit den Wesen, mit den Tieren, mit, auch mit deiner Händearbeit. Ja? Also wenn du einen Garten umstichst, weißt du, was du getan hast. Du warst mit der Erde in Verbindung. Wenn du ein Brot backst, bist du mit der Erde in Verbindung. Wenn jemand irgendwann einen Holzzaun draußen baut mit Holz oder handwerklicher Arbeit, ist er mit der Erde in Verbindung. Also hier sind wir auch fixiert über Gaia. Und auf der anderen Seite haben wir die Menschen. Also du hast hier den Einbezug, das Gehaltenwerden, normalerweise, auch da kann es toxisch sein, wirst du nachher hören, über die Gemeinschaft, über die Familie normalerweise, über eine gesunde Partnerschaft, über Menschen, die dir wichtig sind und die dir einen, wenn du so willst, also Koordinaten geben, die dich auch halten können. So, und nach unten vom Kreuz stellst du dir jetzt einfach auch mal jetzt die Ahnen vor. Auch die haben eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Es sind unsere Wurzeln. Es ist die Tradition. Es ist da, wo wir von Generation zu Generation quasi nach oben gestiegen sind. Ja? Hat für mich eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Und dir wird klar, wenn du jetzt in diesen vier Eckpunkten geborgen bist, kannst du nirgends, also kannst du nicht ins Nichts fallen, lass mich es mal so sagen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt stellst du dir einfach mal vor, du wärst ein toxisches System und du willst jetzt Seelen, ja, göttliche Seelen kapern, lass mich es mal so sagen.
dann ist ja die Aufgabe die, dass du dieses Wesen, das in seiner Göttlichkeit hier geborgen ist, rausbekommst in ein neues, ein tödliches Netz, in ein neues Koordinatensystem. Also du machst praktisch ein Paralleluniversum auf, ein Komplementärsystem, was für dieses Wesen aber kaum erkennbar ist als ein tödliches oder toxisches System. Ja? Ist das soweit klar? Also wie so in diesem Film ja auch diese Matrix. Es ist eine Kunstwelt. Das heißt, du wirst weggenommen aus dieser göttlichen Instanz, aus dieser, lass mich es mal sagen, Christus in Energie, wenn du so willst, und überträgst es in ein Antichrist, in ein diabolisches, künstliches System und möglichst so, dass es der andere nicht merkt. Verstehst du? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du bist ein dicker, bunter, brummender Käfer. Der ist seines Lebens glücklich. Der fliegt hier durch die Lüfte von Blüte zu Blüte und hat seine Sonne drüber und seine grüne Wiese und die Welt ist in Ordnung und im göttlichen Einklang. So, und wenn ihr jetzt, nehmen wir mal das Spinnennetz, ja? Da ist also diese toxische Spinne, die Lust hat auf diesen prallen Käfer, was eine Nahrungsquelle für ihn bedeutet. Dann wird er ein Netz aufbauen. Also du hast hier die Falle, die unsichtbar ist. Das müssen wir uns immer vor Augen halten, dass ein toxisches System immer erstmal unsichtbar ist, weil als dicker, lustiger Käfer wirst du mit Sicherheit nicht dich selber strangulieren wollen, ja, oder in irgendein klebendes Netz reinfliegen. Ja. Also dieses System muss erst unsichtbar sein, ja. Es muss klebrig sein, weil wenn du dann mit dem Netz in Berührung bist, darfst du nicht mehr wegkommen. Dieses toxische System hat Strategien, wie es dich sogar einwickeln kann. Also du wirst dann auch bewegungsunfähig gemacht. Und dieses toxische System weiß, wie man dich so anbohrt und dann auch zersetzt, dass du als Nahrungsquelle dienen kannst. Ist ein bisschen makabres Beispiel, aber es wird euch klar. Es ist eine Abfolge, wie so ein toxisches System normalerweise arbeitet. So, und jetzt möchte ich, das ist jetzt ein bisschen schwierig, vom dicken Käfer, von der Hummel rüberzukommen auf den Menschen, aber du stellst dir jetzt bitte wieder das Kreuz vor. Ja? Wir sagen, das ist das göttliche System und die toxisch diabolische Kraft versucht dich jetzt rüberzubringen in ein anderes Netz. Es muss dir also etwas Künstliches anbieten, ja, wo du nicht sofort merkst, dass das dich nicht trägt und dass das dich eher in die Destruktion führt. Fangen wir mal wieder oben an. Du hast bestimmt schon gemerkt, dass in den letzten Jahrzehnten, die letzten Jahre sogar sehr, sehr massiv, alles abgeschnitten wird momentan, was ins Göttliche, ins Spirituelle reingeht. Also es ist ja furchtbar altmodisch heutzutage, wenn du sagst, du bist gläubig. Ja? Wenn du sagst, ich bin christlich ausgelegt, dann musst du noch aufpassen, dass du nicht belächelt wirst oder so auf die Art, ja, auf welchen Dampfer schwimmt die denn noch rum. Ja? Also es wird alles getan, damit es unterbunden wird, dass du dich spirituell göttlich ausrichtest. Das ist, wir können jetzt natürlich auch in Richtung Zirbeldrüse könnte man gehen, dass da vieles gerade passiert, was diesen Zugang über dieses kleine Organ praktisch stört. So, jetzt haben wir gelernt, dieses toxische System muss ja, damit es dir nicht auffällt, einen Ersatz bieten, was auch suggeriert, dass es dir Halt gibt. Und wenn du jetzt dich mal genau umguckst, hast du hier eine wahnsinnige Landschaft der Guru-Industrie, der Persönlichkeitsbildung, der ganzen Spiris, die gerade wie die Fliegenpilze aus dem Boden sprießen, die mit einer Ersatzbotschaft kommen und auch sagen, wo, da ist deine Selbstentfaltung und du bist selbst Gott und all diese Dinge. Ja? Es wird quasi eine Ersatzreligion geschaffen. Ja, ich habe ja in irgendeinem älteren Video, ich weiß jetzt, frag mich nicht wo, habe ich ja auch mal berichtet, ich habe ja auch im Studium eine Seminararbeit machen müssen über
das Dritte Reich damals und über die Sprache oder wie das auch religiös verbrämt wurde. Also dass hier unheimlich viele sprachliche Elemente aus der Religion übertragen wurden, aus der Glaubensumgebung, um hier zu suggerieren, dieser neue Kult politisch hat sehr viel mit Religion und mit Ethos und Pathos vor allen Dingen zu tun. Ja? So, aber Ersatzreligion kann auch heute sein, guck dich um, ich kann Körperkult zu meiner Ersatzreligion machen, ich kann so Konsum und meine Prestigegüter zur Ersatzreligion machen, ich kann auch, ja, also alles, was du tust, Sport, alles, was du tust, kannst, wenn du es im Übermaß betreibst, zur Ersatzreligion werden. Und das wird vom momentanen System, von der momentanen Zeit als solche so angeboten. Gut, jetzt gehen wir rüber, da wo ich dir vorhin erklärt habe, das sind die Tiere, da ist die Gaia, da ist die Materie, da ist das, was du mit der Hand machst, Handarbeit, wenn du so willst. Auch das wird ja im Grunde genommen uns zerschossen. Ja, guck doch mal die Kinder an, die können kaum mehr auf dem Spielplatz, ja, da ist kaum mehr Erfahrung mit Natur, auch wir, es wird uns immer schwerer gemacht, dass wir raus in die Natur kommen, ja, und stattdessen wird es immer mehr und sukzessive ersetzt durch eine Digitalwelt, durch eine Cyberwelt, durch eine künstliche Welt, die durch irgendwelche Kisten oder Brillen transportiert werden und du kriegst quasi eine Ersatzwelt, präsentiert, die dir suggeriert, die wäre echt, aber wenn du die dann angreifen willst, ist nichts vorhanden. Also wir verlieren den Bezug zur wirklichen Gaia, zur Natur und kriegen praktisch als Ersatzfraß, wenn du so willst, synthetisches Zeug eingeschleust. Das ist ja auch Synthetikleidung, ja? Überall im Haushalt Plastikzeug, ja, da ist kaum mehr was aus Holz oder was weiß ich, was hat man früher gemacht, Körbe geflochten oder Naturmaterialien, ja, auch die Klamotten, die du kaufst, ist Synthetik, die Musik, die du hörst, ist Synthetik, ja, also hier ist überall diese künstliche Welt anzutreffen. So, jetzt gehst du vom Kreuz auf die andere Seite wieder und da sind ja normalerweise die Menschen gewesen, haben wir gesagt, die Gemeinschaft, die Gruppe, ja. Und da geht es ja auch ganz mächtig rein, weil durch Spaltungen, durch soziales Auseinandertreiben, durch dass die Menschen, die Generation, alt, jung, alle möglichen Leute gehen momentan aufeinander los. Das heißt, du kriegst ja quasi abtrainiert, dass es hier ein Koordinatensystem ist, gibt, was dich halten kann. Verstehst du? Und auch das, was draußen passiert, wenn Kinder dann einfach nur noch Gesichtshandtücher vom Gesicht gerade sehen, ich glaube nicht, dass es unbedingt förderlich ist für das soziale Miteinander oder dass du Empathie ausbilden kannst, ja. Also auch hier wirst du abgeschnitten. Was wird wieder ersetzt? Wir haben vorhin gelernt, wir brauchen immer eine Ersatzdroge oder einen Ersatz. Und das ist der Dialog du und die Spinne, kannst du sagen, ja. Und was steht hinter der Metapher du und die Spinne? Dass du quasi in Kommunikation gehst mit dem künstlichen Gegenüber. Ja, das guckt dir da an, die ganze Industrialisierung momentan geht alles immer mehr auf Roboter, auf Automatismen, auf künstliche Intelligenz. Also auch hier wird dieser Fixierungspunkt wird dir quasi rausgelöscht. So, und wenn du jetzt noch nach unten gehst, wir haben gesagt, da unten sind die Ahnen, die Wurzeln, auch da, glaube ich, brauche ich dich nicht zutexten, da weißt du auch, was passiert. Ahnen, mit Ahnen sich zu beschäftigen, ist sicher nicht modern, ganz im Gegenteil, uns wird quasi beigebracht, dass alles, was mit unseren Ahnen zu tun hat, irgendwo auch verwerflich ist. Dieser ganze seltsame Schuldkult, ja, dass man sogar in den Ahnen Feindbilder dann aufbaut, dann dieses Abgeschnittenwerden von alten, weißt du, von Traditionen, von der alten Musik, von den Gedichten von früher, ja. Deswegen, das ist auch kein Zufall. Du hast bestimmt schon mal vielleicht gemerkt, wenn ich so meine Gedichte mache, ja, da tauchen immer irgendwelche Worte auf, die sehr antiquiert klingen, ja. Aber ich kann selber nicht steuern. Es steigen in mir dann Worte auf, die, ja, manchmal, das fühlt sich an, wie wenn die aus einer anderen Zeit kommen, ja. Und es ist bewusst, dass ich diese Worte dann auch wirklich so artikuliere, weil das irgendwas ist, was von unten hochkommt,
Ja, und hier wird ganz eindeutig Tradition ausgelöscht. Ja? Tradition oder was Kultur oder irgendwelche Werte von früher angeht. Ja? Ich war jetzt auch wieder draußen mal zu Weihnachten, ich gucke mir da die Geschäfte an. Also ich tue mir da echt schwer, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel Weihnachten, du findest das Wort Weihnachten schon mal nicht mehr. Du findest kein Wort mehr, was Christbaum bedeutet oder ein Engel. Es taucht kein Engel mehr auf, es taucht kein Christkind mehr auf, es taucht nichts mehr an christlichen alten Traditionen auf. Dafür hast du irgendwelche bescheuerten, regenbogenfarbigen Einhörner auf den Weihnachtskalendern. Irgendwie irgendwie Kitty oder so, irgend so eine Marke da, ja, seltsame, komische Pumas auf den Weihnachtskalendern oder Pralinschachteln, wo ich auch sage, sag mal, Leute, was passiert heute? Ja, gerade jetzt so in den letzten 2 Jahren sehr stark zu beobachten. So, ist es soweit klar? Also nochmal, diese 4 Eckpfeiler werden uns ausradiert bzw. ersetzt durch neue Wertigkeiten, die einer Kunstwelt und einer Illusion entsprechen. So, und was ist jetzt also die Frage der Zeit? Weil ihr werdet es nachher in dem Gedicht auch erleben, wenn dann da drin steckt oder wenn dann das Motiv drin steckt. Wir müssen jetzt aufstehen, wir müssen wieder den alten Ruf, die alte Melodie schwingen lassen und hören. Ja? Es geht darum, dass wir jetzt überlegen, wie kann man denn diesen Zustand heilen? Wir sind jetzt hier in einer Entscheidungsposition, dass du dich als Mensch in deinem freien Willen entscheiden kannst. Gehst du den Weg weiter in die künstliche, in diesen künstlichen Bereich rein, ja? Oder hörst du auf den Klang, besinnst dich auf die alten Weisen, also als Metapher, und schaust, dass du wieder in diese alte Ethik, die alten Werte, die alten Bilder wieder zurückkommst, also in diese göttliche Ordnung. Und die Lösung, da gehe ich jetzt mit euch wieder rein, genau wieder an dem Kreuz, dann wird es nämlich am klarsten, die besteht quasi darin, dass du jetzt diese neue göttliche Ordnung für dich neu wieder entdeckst, dich erinnerst und wieder für dich aufrichtest. Also du musst erst die alte Ordnung wiederfinden, bevor du die Matrix verlässt. Weil wenn du jetzt nur in Widerstand gehst und sagst, boah, ist ja alles ganz schrecklich da draußen, furchtbar und wir müssen das alles jetzt bekämpfen, ja, dann frage ich dich, wenn du jetzt dieses Spinnengewebe löst, alle Fäden cutten willst, wohin stürzt du denn? Du stürzt ins Nirgendwo. Das heißt, wir müssen lernen, ja, dass wir gerade jetzt auch in unserem Land nicht jetzt wie die Indianer schreiend da stürmen wollen, irgendwas zerstören, sondern dass wir uns erst besinnen, was sind die tragenden Pfeiler, was ist die göttliche Struktur, die ich mir erst ausbauen muss, um dieses künstliche System zu verlassen. Verstehst du? Wenn ich jetzt zum Beispiel Leute begleite, die in der Trennung sind, weil sie in einer narzisstisch-psychopathischen Konstellation leben, ja, dann kannst du nicht einfach deinen Koffer backpacken und bist in einer halben Stunde dann plötzlich aus dem System verschwunden. Das magst du vielleicht im Notfall, wenn jemand ins Frauenhaus muss oder muss, hat Gefahr für Leib und Leben, ja, dann muss ich vielleicht schnell sein. Aber normalerweise muss ich schauen, welche Strukturen draußen werden mich tragen. Wo komme ich unter? Wer unterstützt mich? Wo kommen die Finanzen her? Also ich muss ja erstmal so ein bisschen was abfedern oder ab. Was für neue Koordinaten schaffen, bevor ich das toxische System verlassen kann. Ja? Also du kannst nicht B vor dem Punkt A machen. Und da ist jetzt genau das, wo wir rein müssen. Und da haben wir jetzt wieder diese 4 Eckpfeiler. Wo müssen wir jetzt Strukturen aufbauen? Also wenn ich dir einen Tipp geben darf, es sind eigentlich 4 Dinge, die du jetzt beachten darfst. Ja? Ich würde anfangen bei diesem Ausbau nach oben. Weil jeder von uns hat diese Stromleitung nach oben. Und durch den freien Willen kannst du den Lichtschalter an- oder ausknipsen. Verstehst du? Und diese
diese Wesenseinheit da oben, ist doch egal, welchen Namen du da jetzt geben willst, ja, die kann dich führen, die kann dich leiten. Und mein dringender Appell wäre, ja, klar kannst du meditieren, klar kannst du in die Stille gehen, klar kannst du in den Wald gehen, aber letztlich sollten wir uns lösen von diesen alten Pseudo-Strukturen wie nur meditieren und nur, was weiß ich, da machst du da Yoga und da machst du Spiri-Reise und da machst du Traum oder Hypnose oder was weiß ich alles für künstliche Menschenübungen, ja, wenn du im Grunde genommen den direkten Zugang hast und das ist das Gebet oder nenn's Gespräch, ist ja egal, wie wir es nennen, ja, Übergabegebet, wenn ich Angst habe oder um was bitten oder wir sind nun mal Menschen, wir hadern, dann kannst du auch hergehen, kannst sagen, Leute, wenn es euch da oben gibt, ja, dann gebt mir doch einfach mal ein paar Zeichen bitte, ich brauche Beweise, weil mir die Knie schlottern und ich kann das fast nicht glauben, dass es euch als Wesenseinheit oder Struktur da oben gibt. Ja, also für mich ist Gebet da, also da würde ich persönlich anfangen. Das hat mir am meisten gegeben. Das Zweite, was ich machen würde, ja, denk dir wieder die eine Seite des Kreuzes, dass du hier in die Gaia reingehst und dich da festigst. Sei es durch Natur, sei es, dass du Tiere pflegst, sei es, dass du anfängst, wieder mit deinen Händen irgendwas zu arbeiten und sei es in deinem Garten irgendwas tun, ja. Das heißt, dass du Kräuter sammelst, dass du wieder anfängst, mit Lebensmitteln zu arbeiten. Also alles, was ursprünglich ist und hat mit dieser irdischen Struktur auch zu tun, die dich hält und trägt. Auf der anderen Seite genauso, such für ein neues Umfeld. Ja? Such dich zu vernetzen mit deiner, wie sagt Goethe, mit diesen Wahlverwandtschaften. Ich habe jetzt zum Beispiel momentan, ich habe meine komplette Freundin, also ja, nahezu komplette, den Freundeskreis der letzten Jahre oder Jahrzehnte habe ich ausgetauscht, ja, weil diese Werte, du merkst, manche Leute, die leben sich gerade von dir weg, weil die Werte nicht mehr passen, ja, und ich habe dann auch fremde Leute eingeladen, das wisst ihr ja vielleicht, habe ich euch, glaube ich, erzählt, dass ich dann auch zu meinem Geburtstag da jetzt, ich habe wildfremde Leute eingeladen und es war wunderschön und wir haben bis früh um 5 Uhr haben wir diskutiert mit wildfremden Leuten, ja, die meinesgleichen waren. Ich bin vollkommen unkonventionelle Wege gegangen. Also schauen, wo ist deinesgleichen, wo kannst du dich vernetzen. So, und nach unten hin, das muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, wenn ich du wäre, würde ich mich ein bisschen um die Ahnen kümmern. Klar kannst du sagen, oh, da ist vieles toxisch und es war vieles nicht in Ordnung. Aber vieles, was von unten aus der Erde quasi hochgetragen wurde aus diesem Wurzelwerk, ist auch gut. Dass es dich gibt, ist doch gut, ja? Und meines Erachtens ist es unheimlich tragend und stärkend, wenn du einfach mal guckst, wer waren denn deine Leute? Ich habe jetzt auch mal die letzten Wochen mich wieder beschäftigt, wer waren denn überhaupt meine Ahnen? Ich habe ganz viel rausgebracht. Wir haben eine Baumeisterdynastie, die ganz viele uralte Kirchen gebaut haben. Ich war jetzt in alten Kirchen, ja, die mein Urgroßvater gebaut hat und bin mal durch diese Stimmung gegangen. Ich war auf alten Friedhöfen, habe die Daten meiner Ahnen gesammelt. Ich habe alte Schriften gelesen, von meiner Mama die kleinen Gedichtbändchen durchgelesen. Ja? Und das macht was mit dir. Ja? Du kriegst Wurzeln wieder. Du hast das Gefühl, du stehst und irgendwo hast du einen Fuß, der viel, viel tiefer geht, als das vielleicht für dich sichtbar ist. Ja? Und wenn du diese vier, also allein diese vier Eckpunkte dir anguckst und da mal schaust, was könnten die ersten Schritte für dich diesbezüglich sein, wirst du sehen, dass du in einem göttlichen Koordinatensystem, die du dich neu einschwingst und dann auf vieles, was hochtoxisch ist im Außen, verzichten kannst. Ja, beziehungsweise dich ganz, ganz schnell auch daraus löst. So, und das habe ich euch jetzt wieder in ein kleines Gedichtchen gepackt, ja. Wer mich braucht, wieder, es ist wieder mein obligatorisches Sprüchchen, also ich meine, ich versuche ja vielen kostenlos hier zu helfen. Wer mich allerdings individuell braucht, bitte mittags anrufen am besten und dann schaue ich, ob ich Termine für euch finde für psychologische Beratungen, dass man möglichst schnell euer sehr individuelles Thema dann auch in wenigen Stunden abarbeiten können. Ne? Gut, also mein Gedichtchen, es geht darum jetzt, wie du dich aus dem Toxischen befreist, aus dem alten System. Es geht darum, dass sich das erstmal sehr nackt anfühlt,
Ja, das ist wie wenn du nichts mehr hast, aber dass es ein Wechsel ist in diese neue alte Zeit, wenn du so willst, ja, wo du diese göttlichen Koordinaten wiederfindest. Und mein Gedichtchen heißt Mitternacht. Nun stehe auf, es ist soweit, es ruft die Melodie. Erheb den Blick, mach dich bereit, sieh dort die Kompanie. Es hat gefügt sich Stein für Stein, die Seele sich zum Dom, nun darfst du ganz und aufrecht sein, du wartest lange schon. Mit Zentnern war dein Leib bedeckt, mit Schultern schwer gedrückt. Der Ruf, er hat dich aufgeweckt, nur Mut, sei nicht gebückt. Die Mühsal, Pein und all die Schuld, die man aufs Haupt dir legt, streif sie jetzt ab und hab Geduld, bis Schmerz sich wegbewegt. Keine Hand darf an dich legen, kein Zorn dich mehr versehen. Hohn wird zerstört durch großen Segen, der Sturm wird von dir gehen. Und siehe, wie sich Helles schneidet aus schwarzer Wut hervor, wie dreist der Dieb die Sonne meidet, das Böse wird zum Tor. Und scheinst du nackt erst wie ein Kind, des Schutz und Haltes bar, das göttlich Auge findt geschwind, was seinesgleichen war. Die dunkle Nacht ist's, wie es scheint, in ihrem Glitzern, Blinken, wo Himmel Sternenkinder eint, sich Lichter wiederfinden. So grüße ich euch wieder. Alles Liebe in eure Woche. Bis nächsten Sonntag. Eure Susanne Lorei.